Ja, heute gibt es ein Video über die Unterkünfte, die wir in Island hatten. Wer den Island-Film noch nicht gesehen hat, den verlinke ich jetzt mal hier. Und dann sprechen wir gleich nach dem Intro über die Unterkünfte. Bis gleich. Die erste Nacht hatten wir im Voss-Hotel Reykholt im Westen von Island. Das ist ein gutes Mittelklasse-Hotel aus der Voss-Hotel-Gruppe mit einem sehr guten Frühstück. Ja, insgesamt hat man da relativ wenig von, da wir erst um 3 Uhr nachts aufgrund des verspäteten Fluges angekommen sind. Aber ist vollkommen gut und perfekt als Ausgangspunkt, wenn man den Raunafossa besuchen will. Die zweite Unterkunft hatten wir in den Itrivik Cottages nördlich von Akureyri. Die sind ganz toll über dem Fjord gelegen, sind ein bisschen was älter, auch ein bisschen enger und so weiter, aber ja, trotzdem vollkommen gut und haben einen Hotpot, haben einen Grill und wie gesagt, der Blick ist einfach wirklich richtig schön da oben. Danach waren wir im Hotel Norduljos in Raufahöfen, das heißt übersetzt Nordlichter. Ist ein einfaches Hotel und ich würde sagen, den Preis nicht wirklich angemessen. Aber es ist in Ordnung, es ist sauber und man hat keine wirkliche Alternative, denn es ist das einzige Hotel weit und breit und fußläufig zum Arctic Henge. Dann waren wir nochmal im Voss-Hotel Myvatn. Das ist ein sehr, sehr großes Hotel aus der Voss-Hotel-Gruppe am Myvatnsee. Und ja, wirklich gutes Hotel, gutes Frühstück, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Wir hatten ein Zimmer mit Seeblick, es ist ein bisschen teurer, aber es hat den Nachteil, da steht die Sonne nachmittags drauf und wenn man ins Zimmer dann kommt, so um 3, 4, ist es wie in der Sauna und es lässt sich auch nicht gut lüften. Also dann muss man da 2, 3 Stunden warten, bis da ein bisschen kühlere Luft reinkommt. Das vielleicht so als Tipp. Dann waren wir eine Nacht im Laxas Cottage im Nordwesten von Island, direkt an der Ringstraße 1 gelegen. Also die hört man auch, ist nicht ganz leise. Ist ein großes Cottage mit 3 Schlafzimmern, ist wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch den Preis nicht wirklich angemessen, aber ja, man hat einen Grill, man hat einen Hotpot und es ist eigentlich ganz nett, aber preislich, naja, nicht wirklich passend, aber für eine Nacht auch vollkommen gut. Deutlich besser war die Skeidvellir Villa im Süden von Island, nördlich von Hella gelegen. Sehr, sehr großzügige Villa auf so einem Pferdehof, modern und viel Platz und so weiter, 3 Schlafzimmer und ideal, wenn man die F26 fahren will oder nach Landmannalaugar rein will. Kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Dann waren wir eine Nacht in den Black Beach Suites in Vik. Das ist jetzt nicht im Ort selber, sondern auf der anderen Seite vom Berg gelegen, so 3, 4 Kilometer nördlich vom Reynisfjara Beach. Ist eigentlich auf so einem Bauernhof, da haben die so ein paar Hotelgebäude hingesetzt, aber wirklich schöne Zimmer mit tollem Blick auf die Bucht und man hat eine kleine Küchenzeile und so weiter. Also auch sehr zu empfehlen, aber auch nicht günstig. Ja, und die letzte Nacht waren wir in den Ice Day Cottages in St. Gerdi. Das sind so ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt. Einfach, sauber, modern, günstig. Also ideal für die letzte Nacht am Flughafen oder wenn man oben nochmal zum Gardo Lighthouse raus will. Auch wirklich gut. Würde ich jederzeit auch wieder hin. Ja, das waren die Unterkünfte von unserem Island-Trip. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Oder auch gerne, wenn ihr Hotelempfehlungen habt, schreibt die auch gerne unten rein. Würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, wer den Island-Film noch nicht gesehen hat, jetzt am besten nachholen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!